Meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück bei Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Wir hatten in der letzten Folge einen ordentlichen Kampf gegen die Arenaleiterin Sylvana, konnten aber dennoch den zweiten Orden der Sinnoh-Region einsacken. Aber natürlich, auf Hoffnungen kommt immer Verzweiflung. Hasbiro hat es leider nicht geschafft. Wurde outspeedet und getötet. Aber auf Verzweiflung kann auch immer ein Fünkchen Hoffnung folgen. Und hier in der alten Villa in Sinnoh. Oh, hallo da. Hast du auch viele Gerüchte gehört, oder? Ja. Ein Geist-Pokémon schürt hier sein Unwesen in der alten Villa. Und das ist jetzt unser fester Encounter. Tatsächlich. Das heißt, wir haben hier zwei Encounter. Vorerst werde ich den Fast-Forward-Modus nutzen. Weil das dauert ein bisschen, bis wir das Pokémon getriggert haben. Denn die alte Villa ist ganz schön gruselig. Und dieses Pokémon ist, glaube ich, zwischen 20 und 24 Uhr anzutreffen. Und hier in der alten Villa sind natürlich auch Geister anzutreffen. Es ist böse im Busch. Ich glaube, wenn wir alle Geister aufdecken, dann erscheint das Pokémon. Es ist, ich kann es ja schon sagen, ein Rotom Level 20, glaube ich. Elektrogeist, geiles. Passt jetzt schon zu Ende? Ja, okay, 100 Schritte ist nicht gerade viel. Es gibt leider noch keinen Superschutz. Okay, die Riesenperle ist sehr, sehr gut im Verkaufen. Ich wollte dieses Event noch, bevor wir gegen Team Galactic kämpfen, triggern. Oh, man kriegt hier richtige Gänsehaut. Besonders wenn man es am Arm zuckt. Puh. Und da ist schon der besagte Fernseher. Und die nächste Tafel. Als das Universum entstand. Entstand diese Tafel aus einem Splitter, okay. Ja, diese Tafeln sind für das legendäre Pokémon Arceus. So, hier haben wir ihn. Oh Gott, da drüben war schon was. Oh je. Der Appleimer ist leer. Oh je, oh je, oh je. Ganz schön gruselig hier. Oh Gott, das Bild schaut mich an, ne? Ja. Oh mein Gott, halt's mal. Oh, du. Horror beginnt zum. Oh mein Gott. Ein Mädchen. Denn das wollte ich noch triggern, dieses Event. Denn es gibt hier noch ein weiteres Event mit einem etwas älteren Herrn. Die Legator brauchen wir nicht. Nutze ich tatsächlich nicht so gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das triggern erst muss. Oder ob wir jetzt schon direkt gegen das Pokémon kämpfen müssen. Speichern wir natürlich vorher ab. Gegen deren Pokémon sind alle Regeln aus. Das spielt jetzt immer so. Und Rotom gehört ja, innen im Fernseher. Da scheint ein Pokémon drin zu sein. Das Pokémon würde anscheinend gerne herauskommen. So, wackeln wir ein bisschen rum. Da war der Schrei. Da kommt die legendäre Musik. Und da erscheint das legendäre Pokémon. Rotom. Sehr schön. Oh, wir haben Straußwolle. Das bringt halt gar nichts. Rotom kann aufholen. Donnerschock, glaube ich. Oh mein Gott, das bringt halt gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob er ist stuck im in der Aufruhr. 30 KP Schaden minus nach zwei Dinger. Das heißt, einen kann ich noch tanken. Und dann sollte ich mich heilen. Vorerst.
Ja, wegen 1 KP. Weil mit Strauß können wir ihn tatsächlich gut Schaden machen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Donnerschock. Nee, er macht tatsächlich immer noch die Aufruhr. Das ist sehr schön. Ich glaube, ein Dinger kriegt er noch rein. Na gut, Kung Fu Strahl kann uns jetzt vorerst egal sein, außer wir treffen. Nice. Das müsste jetzt, glaube ich, reichen. Roter Bereich. Haben wir ein Pokémon da, was Status-Dinge machen kann? Sowas wie Schlaf. Nein. 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 Das tut natürlich weh. Wir könnten jetzt theoretisch auf Kleinstein wechseln. Aber wir haben einen Superball sogar. Nutzen wir den direkt. Komm schon. Eins. Oh mein Gott. Donnerschock. Tja. Der Strauß kann ruhig sterben. Ist nicht so schlimm. Okay, lebt sogar noch eine Runde. Denn es gibt ja kein. Okay, 20 Pokebälle. Abfahrt. Wir werden im Fast-Forward-Modus nutzen. Und 2, 3. Was? Oh mein Gott. Let's go. Jetzt schon gefangen. Sehr schön. Oh mein Gott. Elektrogeist. Plasma. So werden wir ihn noch nennen. Rotom hat kein Geschlecht. Und kann sich in alles verwandeln. Plasma. Und das ist unser neues Teammitglied. Was auch fest im Team bleiben wird. Vorerst. Ich würde sagen, heilen wir gerade nochmal, denn ich würde gerne hier unseren Encounter noch fangen. Wir werden uns Rotom nochmal gleich anschauen. Ich hoffe, er hat ein gutes Wesen. Irgendwas Mäßiges. Mäßig wäre top. Scheu. Weiß ich zwar nicht, aber sage ich euch dann in dem nächsten Part, weil bei ihm geht es mehr auf Spezialangriff und Init. Donnerstag. Komplett solides Moveset für den Anfang. Natürlich wäre Luxus deutlich besser als Rotom, aber Rotom scheppert ordentlich nochmal rein. Aber ich würde es gerne hier nochmal kurz. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt outtriggern können. Weil hier läuft eigentlich nochmal ein alter Mann hin und her. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt noch getriggert wird aufgrund dessen. Ja, nice. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Da habe ich als Kind früher echt Gänsehaut bekommen. Aber ich müssen kurz den Schutz loswerden, dass wir in der alten Villa noch einen Counter haben können. Weil Rotom ist ja halt ein festgeschriebener Counter. Und, oh, ein Nebulak. Das ist ein schönes Pokémon. Das ist ein richtig schönes Pokémon. Das ist ein richtig nices Pokémon. Natürlich werden wir es nicht ins Team aufnehmen, weil wir haben jetzt Rotom. Aber, nevermind. Ich Strauß, du bist zu mächtig. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Mann! Es fängt an, wie es aufgehört hat. Scheiße. Hey, Mann. Egal. Wir haben das Gerücht erledigt. Und machen jetzt weiter mit Team Galaktik. Kurz Fast-Forward-Modus aktivieren, weil ich bin zu voll, um zu schneiden. Na gut, ich kann beim Schnittprogramm eh nur legitim, ich glaube nur 5 Spuren machen und dann ist vorbei. Liegt eigentlich auch nur am Schnittprogramm. Leider, ich brauche da ein anderes Schnittprogramm. Aber wir haben jetzt einen neuen festen Encounter. Und zwar Plasma. Oh yeah. Diesen Scheu habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, leider. Machen wir weiter mit Tenten. Denn wir können jetzt hier Team Galaktik aus ewig genau verscheuchen, hoffentlich. Starten wir. Ah. Hallo! Junges Wesen, ich bin's. Ja, ich bin beim verwandelnden Wesen. Erkennt man mich gar nicht immer. Ja, okay. Moin. Ja,
verkleide dich. Also ich glaube, der Typ da vorne bei der Rezeption ist halt komplett blind. Und ich würde sagen, starten wir auch mit Plasma. Mit dem Doppelkampf da vorne. Würde ich sagen. Seine Fähigkeit Schwebe. Das heißt, er kann nicht von Bodenattacken angegriffen werden. Als Elektro-Pokémon mit 10 von 10. Wir sammeln Pokémon für einen ganz erstaunlichen Unterfangen, okay? Ein Doppelzuwart, okay? Diesen Doppelvorteil theoretisch. Konfusion und Donnerschock. Natürlich passt man outspeedet an sich alles. Oh yeah. Ja, Konfusion wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee. Oh mein Gott. Gott sei Dank bist du nur so low. Kraftreserve, Kampf ist neutral. Ich würde sagen, haben wir erstmal das Zubat raus, bevor der noch ein Biss raushaut. Und dann Plasma tötet. Muss jetzt nett sein. Sagen wir mal so. Aber man wird eigentlich wechseln müssen. Okay, Kratzvogel nur. Das ist in Ordnung. Weil Skunkapu ist ein Unlicht-Gift-Pokémon. Das heißt, natürlich trifft er 5-mal, ne? Selbstverständlich. Das Problem ist, wird es sein, dass wir erstmal eins raus müssen. Ich weiß nicht, ob der Donnerschock reichen wird. Doch, er reicht. Durch den Volltreffer, sehr schön. Weil, oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Aber wir outspeeden, ne? Ja. Dann ist es in Ordnung. Na gut, es war ein erster packender Kampf tatsächlich. Gegen die zwei Rüpel. Boah. Eppala, da wollte ich gar keinen Fast-Forward-Modus mehr machen. Was sagst du denn? Die Galaktik ist als Gruppe nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Okay. Kämpfst du auch nochmal oder stehst du hier nur rum? Alles klar. Du laberst mich nur zu. Tränke haben jetzt nicht mehr so viele, ne? Der Arena-Kampf war sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Müssen wir unbedingt welche kaufen wieder. Die 12 Uhr, 12 Minuten. Ja, ist in Ordnung. So, du willst aber kämpfen, oder? Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Okay. Ein toller Mitarbeiter. Oh, interessantes Pokémon. Kibunkel. Giftkampf, glaube ich. Vierfach Schwäche gegen Psycho. Ja, durch den Crit. Ich glaube, selbst mit Crit hätte es nicht gemeldet. Und hätte ihn komplett getötet. Sehr schön, Tentel macht einen guten Job bis jetzt. Einen besseren Job als Hassbüro. Das tut halt immer noch weh. Ich hätte Schlappohr gerne im Team gehabt, ey. X-Tempo. Sehr schön. Natürlich sind wir die falsche Stufe erstmal hochgefahren. Das war alles geplant, Kappa. Denn hier geht's weiter. Die Galaktik arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Alles klar. Sehen wir mal, wie gut dann dieses Pokémon ist. Okay. Hast du etwa dieses Pokémon geklaut, oder? Oh, ein Charmian. Kann uns Charmian gefährlich werden? Ist die Frage. Das Ding kann Mogedieb, ne? Dann würde ich sagen, wechseln wir auf. Das Ding kann aber auch Finte. Aber ich glaube, Charmian setzt erst Mogedieb ein. Deswegen wechseln wir erstmal auf Plasma. Hypnose, okay. Erstmal einen Donnerschock raushauen. Oh, nice. Über die Hälfte. Heuler. Kann uns an sich egal sein. Aufgrund dessen, dass wir eh speziell angreifen. Sehr schön. Ich glaube, zum Finale kommen wir jetzt nicht ganz. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Wir forschen an neuen Energieformen, okay. Hier haben wir jetzt noch einen Trainer.
Oder eher gesagt einen Galaktikrüpel. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Ich spende nicht meine Pokémon. Außer ihr wollt die Toten haben, dann könnt ihr sie gerne haben. Oh, ein Skunkapu. Können wir besiegen. Mit der Kraftreserve. Pum. Ist neutral und zieht die Hälfte ab. Sehr schön. Oh, gerade Schrei. Ich glaube, da wechseln wir tatsächlich gleich raus. Weil wir sind auf minus 2 Verteidigung. Das ist nicht so gut. Gerade ins Kunterkapu, das vor eine 5er Roll Kratzvogel getroffen hat. Ortlibunkel. Wir haben vorhin Tlibunkel outspeedet. Wir riskieren es. Nice. Ist vierfach effektiv, glaube ich. Dann das Level Up gönne ich Tintin auf jeden Fall. Er kann's gut, sie kann es gut gebrauchen, gerade bei den Stats. Ein Charmian. Da wechseln wir raus. Auf Einstein. Dass er mal auch wieder Screen Time bekommt. Ach nö. Na gut, nutzen wir kurz ein Highlight-Item. Statusmittel, Aufwecker, Abfahrt. Na gut. Das ist der Vorteil an Einstein. Er ist ziemlich robust. Da bringt auch der Kratzer nichts. Und der Zertrümmerer Shepard. Nicht gerade wenig. Verteidigung sinkt, sehr schön. Ja, wir bleiben auf Zertrümmerer. Einstein hat tatsächlich ein gutes Moveset. Drei verschiedene Typen. Wo er sehr, sehr viele Typen erledigen kann. Und da ist jetzt noch ein Item. X-Spezial. Warum nicht? Verkaufe ich wieder. Muss die anderen Items eh verkaufen. Die wir alle nicht brauchen. Da die X-Spezial, Mega-Block. Ich bin nicht davon zu Fans. Keine Ahnung, mag ich nicht. Das ist zwar nicht übel fürs Boosten. Du willst nicht kämpfen? Okay. Was ist hier? Ah, das Finale. Dann packen wir das Finale vielleicht doch noch in den Part. Du willst aber kämpfen. Aber dafür brauchen wir den Fast-Forward-Modus. Dass der Part nicht allzu... Kadabra, halt durch deinen Mund. Kaiser. Ach, X-Spezialangriff. Wahrscheinlich. Kaiser ist tot, ne? Doch nicht. Er tankt es. Er müsste eigentlich auch noch zweites tanken, ne? 5 KP! Okay, dieses Kadabra ist doch heftiger, als ich gedacht habe. Super Trank für Kaiser. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, Digga. Hat einen X-Spezialangriff genutzt und da vorne ist schon die Bossin Beleber. Die Spieltrigger bin ich noch mehr. Der Plan sieht so aus. Der Boss setzt einen Skuntang ein. Und der Plan ist es erstmal mit Einstein Steinpolitur und dann Intensität. Ja. Ein Hassführer. Also das Spiel will mich ab maximal triggern, glaube ich, ne? Jetzt haben wir aber keinen. Oh mein Gott, wir haben ja gar nichts mehr in Heal. Gar nichts mehr. Perfekt. Wolltest. Oh. Huch. 10% Akku. Ach, wieso frage ich denn so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Und da haben wir den zweiten von 4 Commander. Commander. Jupiter. Mit einem Zubat. Stufe 21.
Wir sind unterlevelt, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Tot. Nice. Gut, das war's dann mit der Strategie. Es kann sein, dass wir jetzt hier alles verlieren. Ja. Was? Ja, okay. Zum Glück hat er Minus-Angriff-Job. Ich habe Zubat komplett unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass der eine Pflanzenattacke drauf hat. Warum trifft der 2 von 2 mal? Das triggert mich gerade maximal. Danke. Ich habe Zubat komplett unterschätzt. Wir haben ein fettes Problem jetzt. Wir haben ein richtig fettes Problem jetzt. Nutzen wir erstmal ein Highlight-Tim. Das Problem, die Scheiße, ist jetzt richtig am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe Zubat komplett unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so eine Attacke drauf hat. Wir scheppern aber gut rein. Er trifft 2 Mal. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke jetzt. Wir sind auf dem +4 Fluchtwerk. Ja. Na gut, das Level Up könnte eventuell was rausholen, aber nicht. Oh, Wirbelwind. Können wir nicht gebrauchen. Das wird jetzt richtig scheiße. Giftwolke geht daneben. Das ist gut. Wir ziehen aber nicht viel ab. Wir sind langsamer. Setzen wir die Notsituation ein. Es kann sein, dass wir jetzt hier Strauß auch verlieren werden. Notsituation ist vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, war zu früh. Wird noch eine Notsituation abwarten müssen. Fuck, Digga. Die Frage ist, können wir einen Angriff tanken? Oh mein Gott, Nachtteam, was? Es hätte gereicht. Aber das Gift wird uns umbringen. Was? Maximaler Betrug. Klimpin, bitte beende es. Bitte tank den Hit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Strauß ist tot. Einstein ist tot. Beide MVPs sind beide tot. Ich hätte einfach die Folge beenden sollen. Willst du mich verarschen? Hui, du bist ganz schön zäh. Maximaler Betrug. Ich habe mein Pipi zurück. Das an. Okay, wem gehört dann das Hassbüro? Fahrradgeschäft kannst du dir sonst wohin stecken. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Heil-Item hätte uns gar nichts mehr gebracht, ne?
Alter. Oh mein Gott. Die nächste Beerdigung. Von zwei Teammitgliedern. In zwei Parts, drei Teammitgliedern verloren. Das ist stark, würde ich sagen, ne? Das ist sehr, sehr stark, würde ich sagen. Ja. Das scheppert jetzt. Ja. Einstein, du warst ein unglaublicher Encounter und hast zwei und hast sehr oft geregelt. Es tut mir aber leid, du wurdest einfach weggehackt. Und Strauß, du warst der MVP schlechthin, nicht nur gegen Mars, sondern auch gegen Skuntan. Du hattest ein unglaublich geiles Wesen und gegen Sylvana hast du alles rausgerissen, was geht. Vielen Dank für deine Dienste. Ja. Hier können wir jetzt nichts gebrauchen. Wasser, Wasser, Wasser. Nice. Unlucky. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.